Schmerzen weg. Ja. Mehr oder weniger. Wiederbelebt-Quest aktiv, bitte. Hab ich. Im Haus des Musikproduzenten fahr den Hügel runter nach den Mastertapes. Super. Hä? Wo ist der jetzt hin? Wo ist wer hin? Der Dingens hier, der unser der Punkt? Der Punkt. Da rechts. Muss ich so ein bisschen nach rechts drehen. Da sind die. Da ist der. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Nee. Kann das sein, dass man hier gar nicht mit Autos fahren kann? Oder kommt das noch? Also ich sehe diesen blauen Punkt hier nirgendwo. Da. Da. 87 Meter in die Richtung, in die ich jetzt gucke. Ach da. Also ja. Werden wir da unten wahrscheinlich irgendwie dann runter müssen. Ja, ja. Bühlt ihr hier mal rum. Viel Spaß. Ich habe keine Zeit. Kommt der jetzt hinterher? Ja, war klar. War klar, dass der hinterher kommt. Hätte ich mir denken können. Oh. I bet I could hoist myself up onto that. French rioter style. So. Oh, da ist ja noch einer. Wo ist der denn hergekommen? So. Oh, ich nehme die Batterie mal mit, wa? Ich befürchte, wir werden sie brauchen, ja. Ach, du ahnst es nicht. Hier ist auf jeden Fall... Ah, scheiße. Da habe ich nicht drauf geachtet. Vorsicht. Geh weg, du hässliches Vieh. Oh, hier ist noch so einer. Oh, ich raste aus. Ich hasse diese Dinger, ey. Was war das denn? Hat sie denn da gemacht? Warte kurz. You have a nap, mate. I'll let myself in. Danke. Hast du den Sammelgegenstand eingesammelt? Den nee, dazu bin ich nicht gekommen. Wo lag der denn? Da. Ja. Nee, dann hast du den für mich mit eingesammelt, weil bei mir liegt da nichts. Der hat mir links was angezeigt, ja. Right, got some whiskey master tape. And whatever other fancy style. Ach, du ahnst es nicht. Ja, war klar. War klar. Das war so klar.
Oh, ausgerechnet hier drinnen, wo man so wenig Platz hat. Wollen wir den vielleicht nach draußen locken? Komm. Vielleicht komm her, Kollege. Nicht ganz verkehrt. Das ist die bessere Alternative, glaube ich. Weil das da drinnen, das kannst du vergessen. Ich würde gerne mal versuchen, dem die Arme abzutrennen. Weil dann kann der nämlich nicht auf den Boden hauen. Nee. Nee, mein Freund. Nee, 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 nee. Der war ja easy. Was war das denn? Das habe ich mir ein bisschen schwieriger vorgestellt. Das hier drin oder was ist hier los? One crisis original. Oh, hier ist natürlich die Tür offen, war ja klar. These are post-evac interior design choices. My finely tuned feminine instinct for decor tells me so. Oh, scheiße, hier kommt noch einer. Ups. Hoppla. Das war nicht mit Absicht. Nun ja, egal. Weg ist weg. Ich weiß, was das ist. Was ist? Ah, alles klar. Hm, ich sehe schon. Ah, da, okay. Ich sehe schon. Second session take. Havik. Dave, if this is your booby trap, I'm no longer sorry you got zombified. Every recording studio has its entourage. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Steht auch noch eine Bakterie. Ist schon komisch, dass hier so viele Bakterien sind. Es ist ein bisschen merkwürdig, ja. Nee, 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 nee. Hier oben ist uns aber nichts, ne? Ja, ich glaube aber, ob wir wollen oder nicht, wir müssen da raus. Wir werden da raus müssen, ja. Ja, ja, ja. Das war so eigentlich nicht geplant. Nein, nein, das möchtest du nicht. Das möchtest du. So möchten wir das haben und nicht anders. Was klappert denn? Mal zwei Batterien. Klappert denn da so? That'll do nicely, Madam Brisley. Sieht so aus, ja.
da draußen ist noch so ein Fred. Warte mal kurz, aber hier sind wir aber doch nicht reingegangen. Nee. Pass auf, da rechts ist so ein... Du weißt schon, ne? Zwei Stück sind das hier, da ist auch noch einer. Ja, prima. Scheiße. Da hat er mich umgeschmissen. Scheiße. Ah, oh, dieser Typ riecht mich auf. Wo bist du denn? Ach, da ist er. Ich geh mal hier rüber. Oh Gott, bist du hässlich. Alter, ich bin doch extra hochgesprungen und trotzdem umgekippt. Oh, scheiße. Meine Waffe ist kaputt. Vorsicht, komm da weg. Zu spät. Macht aber nicht. Mir ist aber fast nichts passiert, also. Dafür mir. Ganz cool. Ja, aber ich stand doch direkt da. Standst du hinter mir oder was? Ja. Okay. Na, egal. Merkwürdig. Hätte ich doch eigentlich abkriegen müssen, aber gut. Ah. Noch einer? Einer, hier sind zwei. Dicke oder normale? Nee, normale. Ach so. Kotzbrechwürg. So. Hier ist ein Fahrrad. Fahrrad, nehmen wir das? Aber ohne Hinterrad ist ein bisschen scheiße. Ja gut, das ist blöde. Warte mal, wir sind die Treppen hier hochgegangen, ne? Ja. Okay. Oh nee. Oh nee. Was, wer bist du denn? Alter, siehst du scheiße aus. Heiland. Scheiße. Nein, nein, nein. Ach, das ist ja noch so gedreht. Nein, du willst mich nicht hauen. Hab ich gerade gesagt. Ach ja, wie praktisch. Sogar zufälligerweise gleich direkt hier. Wusste ich gar nicht, dass man das so da hinten auch rüberkommen. Na gut. Nee, ich auch nicht. Hervorragend. Jess. Before you ask, I do not bring pizza. Oh, hey. I don't remember calling a... Do we have an interview scheduled? No. Der Unterhosenmann. Thank JJ for being a hero schedule. Three session tapes from Farouk's place. Farouk is dead. Obviously. Farouk's? Obviously. Oh, man. Dave's gonna be, like, heartbroken. No, he isn't. He's dead, too. Oh, sad note, man. Like, ballad worthy. There was this one track we laid down in. Hey, wait. Did you say master tapes? I was just thinking about getting those back. How do you even get dressed in the morning? This is fucking awesome, man. I'm gonna listen to them right away. Oh, there's some gems on here, you know? Some real gems.
I think. Hey, thanks. You're like a guardian angel of rock. Gem digger, a player, slayer, and soothsayer. Yeah? Those are lyrics right there. For a rock song, perhaps? About a lone, swaggering hero with excellent hair. This apocalypse makes for a wild party, eh? Shit. You call this a party? This is nothing like the parties of God used to throw. Ja, deine Partys möchte ich ehrlich gesagt auch nicht kennenlernen. Sorry, aber danke. Wirklich. I'm getting too old to be waking up in bathtubs. Worked merch stands for the gods for years, so you know I'll do straight business. Roger! Yeah, buddy? You still alive? I reckon I am. Oh, that's good, man. You need anything? Müsste ich ja jetzt... Bauplan. Echt? I don't think so. Nah, I'm good. Müsste ich ja... Schaden durch kritischen Körper verringert dafür den Standardschaden. Ach, apropos. Ich muss gleich draußen, erinnere mich mal dran, ich muss gleich nochmal draußen an die Werkbank. Schatzi, dein BH hängt hier immer noch auf dem Ventilator. Ja, ich komme da nicht ran, wenn ich doch so klein bin. Was soll ich denn machen? Nimm eine Leiter. Nimm eine Leiter. Super oh, Idee. Oh nein, hier vorm Tor steht auch schon wieder so ein Fred. Ja, war doch klar, oder nicht? Alter, was macht der denn für... Ich habe ein bisschen Sorge, dass der das Tor einreißt, ne? So wie der dagegen drischt. Also, finde ich jetzt nicht so geil. Nee. Hören Sie mal, junger Mann, was machen Sie da? Nein, wir kaufen nichts an der Tür. Kommt überhaupt nicht in Frage. Schnell mit dem kleinen Messer. Mein lieber, mein Vater. Das gefällt der Mutti aber. Upsi. Sorry. Warum sind die alle so halb ausgezogen? Ist das normal in Beverly Hills? Nein. Da kommt ein Angezogener für dich. Ja, super! Aber die Frage, saubere Klauquest möchte ich ja jetzt gerne machen, ne? Warte kurz. Ih, du sabberst mich an, Sau. Ist ja ekelhaft. Geh weg. Ob. So, warte, welche Quest möchtest du machen? Saubere Klau. Warte. Ja. Aktiv habe ich sie gemacht. Folge der Spur rund um die Pools von Beverly Hills. Ja. Dann müssen wir jetzt gucken bei den Pools. Schauen wir mal. Moin! Entschuldigung? Oh, scheiße. Nicht schon wieder. Grundzulein. Nein. Huch. Das kam jetzt sehr unerwartet.
Wo ist er denn jetzt hingeflogen? Ekelhaft. Dass hier alles rumliegt. Mal gucken, wo wir jetzt überall Pools haben. Ja. Haben wir hier irgendwie eine Karte? Warte mal, ich guck mal gerade. Ja, wir haben eine Karte. Hier ist einer, da ist einer. Eins, zwei, drei. Ich sehe hier überall Pools. Eins, das Haus vor uns hat einen Pool. Das daneben, das davor, das hinter uns. Die haben alle einen Pool. Uäh. Vorsicht. Lieber Kopf ab als Kopf dran, ne? Oder wie war das? Moin! Ah, verdammte Scheiße! Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Das habe ich viel zu spät gesehen. Hier ist noch so einer. Vorsicht! Ja, ich bin hier ganz hier hinten. Oh, hier blub. Ach so, das ist das Fass. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ach, darüber gehüpft. Okay. Ja, reingelaufen. Ja, hier ist ein Pool. So. Ja, genau, hier ist ein Pool. Ja, hier waren wir aber gerade vorhin. Hier waren wir vorhin, ganz ja genau. Farok anwesend. Richtig, so, und das daneben. Beziehungsweise hier das hier oben. Warte mal, hier kannst du irgendwo. Was denn? Eine Sicherung einsetzen. Okay. Garagenschlüssel habe ich gefunden. Jetzt ist die Frage, wo ist sie? Ach da. Ach du Scheiße, wer ist er denn? Der sitzt aber auch schon ein bisschen länger. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, der gibt aber schnell auf. Meine Waffe ist verbrochen. Das ist schlecht. So, ja, dann haben wir. Warte mal, ich will mal gerade was nachgucken. Schade, man kann das ja, nicht. Ja, ich muss mein Inventar irgendwie mal. Warte mal kurz, ich muss einmal gerade mein Inventar ein bisschen aufräumen. Oh nee. Na, nicht heute, Jungs. Sorry, aber spielt ihr mal alleine. Was willst du denn? Verpiss dich doch mal. Ja, wunderprächtig. Er hat eine Abkürzung genommen. Vielen Dank auch.
kein Medikit mehr. Auch ein Pool, der brennt aber. Upsilein. Upsi. Hoppla. Achso, ja, schön. Warum fällt der tot um und der Vogel hier nicht? Pissig. Oh, scheiße. Ich hab ein Problem. Ich brauch irgendwie mal Heilung. Nachricht für Michael. Nein. Hab ich dir nicht gerade gesagt, du sollst dich hinlegen? War hier irgendwo noch so ein Proteinriegel oder sowas? Natürlich nicht. Fertig war, aber ich dachte mir, Mr. Anders ist so ein gechillter Typ, der hat sicher nichts dagegen, wenn ich es mir für ein, zwei Tage ausbaue. Stimmt, meine Tochter will so eins schon seit Ewigkeiten und sie hat so ein süßes kleines Pizzaschwimmding, das ihm Gesellschaft leisten kann. Okay. Mal gerade auf die Karte. Wir sind jetzt hier. Ich bringe morgen ein neues mit versprochen. Danke, Obi. Karte. Ja, dann haben wir jetzt noch. So, wir haben jetzt noch. Warte mal. Kann man das irgendwie markieren? Natürlich nicht. Nee, leider nicht. Wenn du auf die Karte guckst. Da, wo nicht das Haus von dem Produzenten, wo wir vorher haben, sondern das da drunter. Waren wir da an dem Pool? Da, wo auch die Werkbank ist? Da, wo auch die Werkbank. Das ist das Haus mit dem Schlüpfermann. Da, ach. Da ist ja die, da ist ja die, ach, Kiste. Okay, habe ich von oben nicht gesehen. Alles klar, gut, alles klar. Dann haben wir rechts von uns noch eins mit einem Pool. So ja, wie das aussieht. Und dann du ist meinst, hier unten meinst, unter. Du meinst diesen kleinen Pool da, ne? Einer ist vorne, so ein schmaler, halbrunder, und einer, glaube ich, hinten hinter. Das kann ich aber von hier nicht gut sehen. So. Und alle anderen Häuser haben hier keinen Pool. Außer das von, ist das das Haus von Curtis? Ich glaube. Oder? Nee. Nee. Keine Ahnung, welches Haus das ist. Auf jeden Fall ist hier noch, auch noch, aber das ist nicht wirklich ein Pool, das ist mehr so ein Brunnen oder so. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Warte, ja. Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal auf der Straße. Richtig. So. Hier runter. Nee, hier links. Und dann. Haus auf der linken Seite. Und hier so ein Strommensch. Das hier oder was? Ach, das ist das. Nee, ja, mit das der ist das Werkbank. Haus von dem Schlüpfermann. Das ist der ja, Unterhosenmann. Genau. Warte mal, ich guck noch mal auf die Karte. Links von uns. Da oben. Das da. Das ist das mit dem Pool. Müssen wir hier lang, wa? Ja, das ist ja das mit der Baustelle.
Ja, aber da ist halt noch ein Pool, sonst ist kein Haus mehr mit einem Pool.